So, und damit ein herzliches Moin Moin an euch da draußen zum Late Stream mit mir. Und ich spiele Mass Effect. Aber erst einmal mache ich den Sound leiser. Ah, kann ich hier noch nicht. Neue Karriere starten. Ich hatte gerade schon angefangen. Okay, dann schrei ich dagegen an. Selber Moin. Hi, Nuxel. So. Extras. Option. Da. Sound. Wahrscheinlich doch eher 50. Ah. Huh. So. Ja, ich denke mal 50 ist ausreichend dafür. Man kann mich dann hoffentlich noch hören. Hallöchen, Stella. Na, alles gut bei euch? So, ich habe mir gedacht, ich habe letztens Elder Scrolls Online gespielt, macht auch immer noch Spaß. Habe aber gerade irgendwie so einen leichten Hype auf Science Fiction. Du hast vor Jahren Mass Effect gespielt. Die Story ist irgendwie dir noch ganz schwammig im Kopf, aber Ewigkeiten her. Und deswegen dachte ich mir jetzt, weißt du was, scheiß drauf, spiel's einfach nochmal. Spiel denselben Song einfach nochmal. Deswegen werde ich auch eine neue Karriere komplett beginnen. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Jawohl. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. So, Shepard. John Shepard oder Jane Shepard. Oder eine eigene ID eingeben. Hm. Ich dachte mir, ach komm, ich spiele John Shepard. Also natürlich ein Mann, nicht natürlich, sondern einfach, weil ich das irgendwie selber aktuell möchte. Bitte locken Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ja, wer heißt Florian? Florian Shepard. Ah, wie ich. Nicht Shepard, aber halt Florian, ja. Und dachte mir einfach, ja. Spielen wir einfach mal wieder. Profilwiederherstellung beendet. Name: Florian Shepard. Herkunft: von der Erde. Hm. Reputation: einziger Überlebender. Von der Erde? Ich dachte, die ist noch besiedelt. Wie weit ist diese Geschichte in meinem Kopf denn schon zu einem Schwamm zerfallen? Klasse, Soldat, ja. Erstmal ganz klassisch, erstmal so eine Kämpferklasse. Das möchte ich auch gerade einfach spielen und möchte die Geschichte einfach nochmal wieder erleben. Aber wie gesagt, die Story von Mass Effect, ich weiß, dass sie unglaublich gut ist, mit Ausnahme von Andromeda. Und Andromeda, muss ich wirklich sagen, habe ich selber nie gespielt. Das habe ich also auch nur durch Hörensagen. Deswegen dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt Andromeda anfange, spiele ich einfach Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 einfach nochmal. Also habe ich jetzt erstmal gut was zu tun hier. Identifikation bestätigt. Automatischer Stufenaufstieg aus, Stufeneskalierung, legendärer Modus, defensiv. Ja, okay, das können wir erstmal alles so lassen. Ah ja, das Kanonending, das einen irgendwo hinschießt ins All. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Wahrscheinlich. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. Deren darauffolgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe einer Safak-Technologie entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen möglich. Basierend dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Sie nannten die größte Entdeckung Mass Effect. Sorry, ich wollte auch nicht dazwischen labern, wenn die alle am Reden sind. Ich möchte dann hier die Schnauze halten.
Das ist Weltraum. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Soldat? Sturmtruppler? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Nice. Alle Stationen sichern für Transit. Sturmtruppler. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Kaboom. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Sehr gut. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Mhm. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Super, danke, Joker. Imperator? Ja, genau, Sturmtruppler. Richtig so. Sturmtruppler, 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 Sturmtruppler. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Spectre. Bei dem Spectre wird mir ganz anders in meiner Rüstung. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Ich sehe die Sache mal an. Auf Wiedersehen, Job machen. Wovon sprechen Sie? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Sie trauen Niles nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das ist lange her. Untersuchung und er ist Inspektor. Niles ist kein gewöhnlicher Turianer. Das stimmt schon, Commander. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Niles muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Niles scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht.
Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Nihilus uns nicht sagen will. Mhm. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Nihilus einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Ja. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Ja. Wir haben einen Job zu erledigen. Also, bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, ich konnte mich auf Akkuse beweisen. Es ist ja nur so, dass mein ganzes Platoon dabei ausradiert oder meine ganze Truppe ausradiert wurde. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. Mhm. So können wir ungestört sprechen. Oh, ungestört. Bei diesem Reptil wird irgendwas warm in meinem Raumanzug. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ja, ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Mhm. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja. Ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Was soll diese Frage, wovon Sie hinaus? Ist das eine Drohung? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Ja. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum so geheimnisvoll vorher informiert, was sollen wir bergen? Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ich bin froh, dass Sie helfen. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihilus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Was ist hier los, Captain?
Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Arkuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ja. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Ja. Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Kein Krieg. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Wir werden angegriffen, erleiden schwere Verluste, verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Jo. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1.
Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Absprung. Los, los, los. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Hier ist es wirklich schlimm. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastank. Keine Sorge, die sind harmlos. Verdammt! Schöne erste Ziele. Okay. Stimmt, hier war ja dieser Kasten. Rüstungsupgrade, gehärtetes Gewebe. Wert 4, 15. So, dann wollen wir mal. Andere Waffe. Das ist die Schrotflinte. Das müsste das Maschinengewehr. Das Scharfschützengewehr. Was ist hier geschehen? Stopp. Vorwärts, los. Fuck. Richard. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Genau. Jawohl, Sir. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Erteilen Sie Ihrem Squad mit linken Umschalttastenbefehl oder verwenden Sie Y für Ihr Ziel angreifen. Q oder E schicken Sie den Truppen wieder zu einer Position und lassen es. Auf dem Weg dahin. Okay, gute Möglichkeiten, das hier zu üben, auf jeden Fall mit der Technologie. Das ist lange her. Damals halt Konsole gespielt. Guten Abend!
Ja, ja, gleich erstmal. Danke für die Hilfe, Kommando. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Kein Problem. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? 212. Katja? Für den Imperator. Was geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Sie ließen Sie im Stich. Nein. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind Sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Stimmt, die Geth, das waren ja diese komischen Halbandroiden. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Ja, auf jeden Jawohl, Fall. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Naja, geht. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseus-Nebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Sie wissen vom Sender. Ja, die Stimme von Shepard ist eine andere. Das ist die Legendary Edition. Die ist gerade bei Steam im Angebot gewesen. Und da ich sonst nur auf Konsole gespielt habe, Mass Effect, dachte ich mir, okay, für den Kanal, ich habe das ewig nicht gespielt. Das ist ewig, also wirklich Jahre her. Und ich habe keine PlayStation 3 mehr. Und da dachte ich mir, ach komm, für 15 Euro holst du die Mass Effect 1 bis 3. Und für 4,99 Euro gab es noch Andromeda oben drauf. Dann gucke ich jetzt erstmal. Ich spiele erstmal alle drei Teile nochmal und dann spiele ich Mass Effect Andromeda. Weil es soll ja scheiße sein. Aber das will ich mir erst, nachdem ich die drei Spiele durch habe, selber zugute führen. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Zumindest ist das der Plan. Wir haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Städte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Ja, Mass Effect ist ein Riesending. Und es war eins von den besten Spielen, besseren Spielen von BioWare. BioWare grundsätzlich gute Spiele, aber... die haben irgendwo in den letzten Jahren so ein bisschen so mit Anthem zum Beispiel total an irgendwie Biss und Durchsetzungskraft verloren. Keine Ahnung. Und Mass Effect ist halt bei mir, wie gesagt, Ewigkeiten her, dass ich gespielt habe. Bei mir ist die Geschichte im Hirn so wie so ein Schwamm, total löchrig. Jetzt hier, es gibt irgendwie Mass Effect Pen and Paper. Ich glaube, Orkenspalter spielte es mal. Ah, interessant. Ah, interessant zu wissen. Das würde mich ja auch wieder reizen. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Los geht's. Dann gehen wir. Spot. Ja, ist genauso wie mit Blizzard und Activision, aber jetzt gehört ja alles sowieso zu Microsoft. Man könnte sich jetzt darüber beschweren, aber abwarten. Ihr Truppenmitschip, können Sie einen Blick auf Talente Ihres Teams werfen, bewegen Sie das Mauszeiger zum Betrachten über die Talente oder lassen Sie mal dessen Rang, klicken Sie auf ein Talent, um seinen Rang in einem Talentpunkt zu erhöhen.
Steigen Sie auf, erhalten Sie das Talent, halten Sie Talentpunkte und schalten höhere Ränge frei. Achso, das bin jetzt ich. Ah, ich habe noch 3 Punkte. Ein Punkt Soldat. Da. Nehmen wir als erstmal statt die kämpferischen Sachen erstmal die Sachen, die Dialoge freischalten. Damit wir mehr Optionen später haben. Hier, erste Hilfe bitte. Und ein Punkt in Wächter. Und auch ein Punkt Soldat. So. Tagebuch, aktuelle Mission, Codex. Bing, 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 bing. Können wir auch bestimmt irgendwie samplen zu einem Song. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Leichter, leicht, Mensch, Skorpion 1. Hahn, geht da. Möchten Sie Ausrüstung jetzt hier wechseln? Rufen Sie mit der Skeptaste Ausrüstung. Kann ich einfach das Inventar öffnen? Lancer, leer. Auch leer. Skorpion. Schadenschutz weniger, mehr Schild, Tech Bio, Bioethikschutz. Erstmal das. Was war? Ein Verein, genau, das lobe ich mir. CD Projekt Red selbst, Publisher und Entwickler, die ihre Marken stark machen. Lange Unterstützung und aber wo wir beim Thema The Witcher Pen and Paper. Die Dialoge sind immer bis 1 bis 3 großartig. Gute Wahl. Das Rollenspielelement im auszubauen. Ja, finde ich auch. Wenn du jetzt vor allem keinen direkten Zugriff auf irgendwelche Kernattribute hast, wie beispielsweise, kurz aufsetzen, Charisma oder sonst irgendetwas, dass man dann über halt Talentpunkte mehr Optionen bekommt. Immer eine schöne Sache. Mir persönlich sehr, sehr lieb. So. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Zum Thema Witcher ganz kurz. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Gut, aber jetzt mal ganz kurz zum Thema
Schrotflinte, Hurricane. Ja, alles nehmen. Witcher. CD Projekt Red, ja, eigener Entwickler, Verein etc. Aber trotzdem ein börsendotiertes Unternehmen und dementsprechend mit Investoren geplagt, die auch irgendwann wollen, dass da Geld fließt. Und das hat, glaube ich, auch am Anfang Cyberpunk so ziemlich das Genick gebrochen. Aber zum Glück erlebt Cyberpunk nicht nur als Pen and Paper, sondern auch als Konsolen- bzw. Computerspiel gerade eine Renaissance mit Phantom Liberty, was ja wohl die mit beste Erweiterung für ein Spiel seit vielen, vielen Jahren ist. Und abgesehen davon, dass es wieder ein sehr guter Preis ist mit 30 Euro und wieder mehrere Stunden das Camp schwer erwischt. Riesige Bereiche gibt, in denen man Halten spielen Sie Ihre kann. Waffen bereit. Look. Gott, sie leben noch! Was haben die Geth ihnen angetan? Mit Mist Energie runter. Vorne Stellung beziehen. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Um Zugriff auf den verriegelten Objekten in der Fähigkeit Dechiffrierung oder Elektronik erfordert. Verfügt ein Truppenmitglied über die genannte Fähigkeit, können Sie das Objekt über die Dechiffrierung bzw. Elektronikbildschirm oder im Universal Gel entriegeln. Sagen Kern vor, bewegen Sie sich mit der Maus um den. Oh Mensch, ja. Überbrückung erfolgreich. Das ist wie Frogger. Ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt. Diesen Kackfrosch. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Dem Schöpfer. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Zum Thema The Witcher, dann kam die Anzeige aus Emi. Sehr schön, das Spiel. Das zweite Franchise, worin ich und meine Frau das Herz verloren. Dazu lese ich den neuen Roman zu Cyberpunk. Leider war ich nicht verrückt genug, mir das Cyberpunk Kickstarter-Brettspiel zu kaufen. Das Pen and Paper habe ich genau wie The Witcher im Auge. Ja, also man muss ja sagen, The Witcher und Cyberpunk sind ja ein und dasselbe Regelsystem beim Pen and Paper. Aber man merkt halt irgendwie auch an, dass gerade Cyberpunk da als Vater des Spiels weitaus schlanker daherkommt als The Witcher. Denn The Witcher als Pen and Paper ist, deswegen mache ich überhaupt Videos auf meinem YouTube-Kanal, also von den Zuschauern, wer noch nicht gesehen hat, aber ich habe einen YouTube-Kanal, da mache ich Videos zu The Witcher, dem Pen and Paper. Sehr umfangreich. Also Cyberpunk braucht nur einen Bruchteil von dem, was The Witcher da gemacht hat. Und leider ist es auch da nicht immer schlüssig, was dort gemacht wurde. Aber an anderer Stelle. Erstmal jetzt hier Mass Effect. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandie. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen.
Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Mhm. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, bitte, leg ihn hin. Aber ja, Investoren und Franchise haben... Sie durften den Release nicht ins Steam nächstes Jahr verschieben, weil ihnen sonst der Geldhahn zugedreht wurde. Dazu gibt es sogar ein Doku auf ARD. Ja, ich habe die Doku zur ARD gefunden. Bin nicht so ganz sicher, ob die mir gefallen hat, weil man wenig über Phantom Liberty und es gab halt viel Cleanwashing. Ne? Oh, wir sind so arm. Es hat so ein bisschen diese Blizzard-Vibes, die man bei all diesen Problemen mit Blizzard zum Beispiel gehabt hatte. Und dann so, oh, es tut uns leid. Wir machen es auch nicht wieder. Ihr hättet es gar nicht tun sollen, Blizzard. Ja, sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Wirklich, also merkt man auch, dass da schön nochmal wieder überarbeitet wurde. Schon eine Präzisionsmelder. Assassin 2. Und das nehmen. Erstmal looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. So, was habe ich jetzt da? Da würde der Schaden hochgehen. Kühlkörper bleibt gleich. Präzisionsstufe für. Okay. Schrotflinte. Da geht der Schaden hoch. Kühlkörper ist unten und die Präzision ist auch unten. Ja, das haben wir meistens, ne? Reaper 1. Kühlkörper, Schaden, Präzision. Ah, da nehme ich die Reaper. Die Assassinenrüstung. Nee. So, weiter geht's. Saren. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Nein. Was ist das da hinten? Schilde von denen sind sau hoch.
Reaper? Nihlus? Nihlus! Commander, es ist Nihlus. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Mal kurz gucken, was hier noch so ist. Ah ja. Was ist denn da? Medigel. Da war noch einer von den Wichsern. Noch einer. Fuck, habe ich voll übersehen. Sagen, ist er alles am Boden noch, oder?
Deckung, Deckung, Deckung. Raus. Dann machen wir das halt so. Immer mitten in die Fresse rein. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Um Dreieck. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ladung entschärft. Jetzt hier. Bomb has been planted. Yeah, counter terrorists win. Entschärfen. Alles nehmen. Gut. Ah, da. Entschärfen.
Bam, in die Fresse. Was ist das? Was ist das? Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Und es ist kaputt. Geht nie kaputt. Geht nie kaputt. 50.000 Jahre im Dreck. Und dann kommt ein Affe, packt es an und es explodiert. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy. Ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Tut mir leid, ihr Sender hatte eine Garantiezeit von 50.000 Jahren, die ist seit gestern abgelaufen. Das tut uns aber auch wirklich leid, dass der jetzt von einem Menschen kaputt gemacht wurde. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, dass er aufwacht. Ich glaube, dass er aufwacht. Achso, ich dachte, er schlafwandelt einfach. Ah. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Für jemanden in Ihrem Alter haben Sie einen ziemlich straffen Busen. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Wobei, es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Haben Sie nicht daran gedacht, dass es auf Eden Prime auch Krankenhäuser gibt? Auf dieser Krankenstation sind sie besser aufgehoben als in jedem Krankenhaus auf Eden Prime. Na gut. Physisch gesehen fehlt ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Na dann. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen.
Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Ja, trotzdem doof. Nichts hält länger als die Garantiezeit. Ja, genau. Ich habe manchmal das Gefühl heutzutage, dass Autos so gebaut werden oder allgemein Dinge so gebaut werden. Oh, die Garantie ist seit genau einer Woche um. Schade, dass jetzt etwas kaputt gegangen ist. Wirklich schade. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geht sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Oh, du machst Auftragsarbeiten für Malereien? Miniaturen? Sehr schön. Was genau? Warhammer? Oder irgendein anderes Skirmish-System? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geht zu kooperieren. Alles cool. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Ja. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Zum Thema Konsumverhalten und so weiter. Ja, denn es ist manchmal auch relativ günstig. Es ist günstiger, es neu zu kaufen, anstatt Ersatzteile anzufordern, die dann das Doppelte kosten, als dass das Produkt wert ist, das man dann reparieren will. Ah, cool. Ein riesiges Portfolio. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Ja. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Auch was wirklich? Immer da drin war. Jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Ja. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Das mache ich. Servus, Sir. Wobei diese drei Damen in Form der Miniaturen sind... Für Rollmaster habe ich selber leider nie aktiv richtig gespielt. Ich habe mal einen One-Shot mitgemacht auf einer Convention. Und es hat mich sowohl fasziniert als auch unglaublich abgeschreckt. Weil für jede Waffe gibt es eine Tabelle, auf die du würfeln kannst für kritische Treffer und solche Sachen. Oder wie der Treffer sich auswirkt. Das ist, finde ich, zum einen ziemlich cool. Zum anderen denke ich so, but why? Kann man es nicht einfach beschreiben? Naja.
Hey, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jeder gute Soldat muss irgendwann sterben. Diesmal war er dran. Ist das wirklich Ihre Meinung, Commander? Nach all dem, was auf Arkuse passiert ist? Sie glauben also nur durch Zufall überlebt zu haben? Ich habe überlebt, weil ich leben wollte. Bei allem Respekt, Sir. Oh, Sie scheinen einen Schutzengel zu haben. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ja, genau. Also den Kampf hatte ich auch bei dem Pen and Paper als sehr lang wahrgenommen. Unangenehm lang. Das kann bei Witcher auch passieren, wenn man mit kritischen Treffern, Differenzrechnungen mit allem drum und dran arbeitet, kann das auch schnell ausarten, aber wenn man einen Spielleiter hat, der sich gut eingelesen hat oder meine Videos geguckt hat, Werbung, der hat dann die Möglichkeit, das relativ gut und schnell abzuhandeln. Ich muss mit Joker sprechen. Leben Sie wohl, Commander. Leben Sie wohl. Wir werden uns nie wiedersehen. Okay. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Ja. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Tolle Implantate. Cyberpsychos. Ja, aber das ist wirklich jetzt erstmal einfach nur Wissen aufschichten. Erstmal sammeln, Erfahrung sammeln, ausprobieren irgendwann. Und ich kann nicht mehr sprechen. Es ist einfach unglaublich wichtig, praktische Erfahrungen mit dem System zu bekommen und mit dem Spiel. Ohne diese praktischen Erfahrungen wird man niemals so reinkommen. Ach, Hallöchen, Herr Zweitgeborener. Na, alles gut bei dir? Ich muss ja schmunzeln, als du eventuell einen Hexer gebaut hast und dir später ein Fehler beim Lebensfahrtwürfen aufgefallen war. Die deutsche Variante ist auch unglücklich übersetzt und über. Ja. Ja. Das ist etwas, was wirklich nervt, ist teilweise die Übersetzung. Also nicht, es gibt Fehler in der original englischen Variante im Witcher-Regelwerk. Ah, Family und so. Ja, hoffe ich mal, dass es bald ein bisschen ruhiger wird bei dir. Aber Witcher, es gibt Fehler in der original englischen Variante. Da kann der Übersetzer dann auch nichts, wenn das unterschiedliche Begriffe sind, die dann verwendet werden oder auch Verweise falsch benannt werden. Und deswegen habe ich mich auch überhaupt mit diesem Witcher-Thema beschäftigt und überhaupt Regelvideos gemacht, um genau das nämlich eigentlich zu erklären, zu sagen, ey Leute, das hier, ne? Und natürlich fallen mir dann auch noch mal immer wieder Fehler auf und es passieren mir auch immer wieder Fehler. Ja, Mass Effect ist toll. Ich habe mir die Legendary Edition, die ist gerade bei Steam im Angebot, geholt und meine Mass Effect Erfahrung ist halt Jahre her.
Mein Gehirn ist da wie so ein Schwamm. Ich weiß schon nicht mehr so ganz alles, was da passiert ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, hier. Andromeda ist auch dabei. Er ist auch jetzt gerade für 4 Euro drin. Du holst dir einfach alles, spielst 1 bis 3 nochmal durch und dann spielst du Andromeda. Aber Andromeda hast du selber nie gespielt. Das ist der Plan. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Ah, Savage Worlds, da gibt es eine Konversion für. Das ist gut zu wissen. Wir hatten uns vorhin noch darüber unterhalten bezüglich Mass Effect als Pen and Paper. Die Zitadelle. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich genau. Habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Wenn Sie ihn nicht stoppen wollen, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Kann ich. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der Schön. Obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Oh, toll. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Danke. Genau das gleiche dachte ich nämlich gerade auch. Andromeda hatte ich nur angefangen. Ich habe Andromeda nie angefangen. Ich habe immer nur gehört, dass es sehr furchtbar sein soll. Was ich zum Beispiel immer so denke, wie bei so Gothic 1, 2 und 3, ne, die habe ich auch gespielt. Gothic 3 natürlich erst, nachdem es ganz, ganz viel liebe Patche bekommen hat von der Fan-Community, weil es dann erst spielbar war. Und Gothic 4, es gibt kein Gothic 4 für die Leute, die glauben, hä, ich brauche ein Gothic 4. Nein, es gab keins. Ende der Diskussion. Und ich möchte mir jetzt auch mal so ein Bild machen von Andromeda und mal schauen, wie das ist. Und dafür dachte ich mir, ich spiele einfach mal 1 bis 3 nochmal durch, um in die Geschichte wieder reinzukommen und dann direkt Andromeda zu spielen. Genau.
Furchtbar ist es nicht, aber auch nicht wirklich fesselt. Das ist für mich ziemlich furchtbar. Ja gut, das mit... genau, der spielt... Ich spiele aktuell kein Witcher aktiv. Ich habe jetzt diesen Monat einen One-Shot geleitet bei einem Games-Laden bei uns im Ort. Und da gibt es auch jetzt jeden Monat eine Rollenspielrunde, die ich anleite vor Ort. Monat davor war es Cyberpunk, diesen Monat war es Witcher, nächsten Monat ist es der eine Ring. Und im Dezember muss ich nochmal schauen, worauf ich da Lust habe. Ich biete nämlich auch Systeme an, die ich gerne spiele, weil dann habe ich mehr Begeisterung dafür, auch Geschichten zu entwickeln. Weil ich nehme keine vorgefertigten Abenteuer. Alle meine Geschichten sind von mir ausgedacht. Andromeda hat nichts zu tun. Ja, ich weiß, dass es damit nichts zu tun hat. Das ist es ja. Aber für mich ist es halt so, ich möchte gerne die ersten Teile gespielt haben. Nee. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ganz schön riesig. Das ist dezent rassistisch. Ja, ich habe was gegen Führer. Zum Zitadellturm. Der Zitadellturm ist das größte weiße Gebäude weit hinten rechts. Es ist der Tagungsort des Rates und damit das Herzstück der Zitadellpolitik. Reisen Sie mit dem Zitadell-Schnelltransporter zu wichtigen Orten, während Sie die Zitadell erkunden, werden weitere Orte freigeschaltet. Bank, Zitadellturm. Na gut, benutzen wir es nochmal. Präsidium. Zitadellturm. Apropos Dune. Ja, Dune. Wann? Ich habe eine interessante Geschichte für Dune schon in der Mache. Die ist noch in der Ausreifung. Wenn die Geschichte spruchreich ist, wo ich sagen könnte, jetzt kann ich mir vorstellen, sie zu spielen, werde ich auf dich zurückkommen. Verständlich, ja. Dein Abenteuer, die Nacht der Krähen, habe ich jetzt im ersten Teil ganz gemütlich beim Anmalen der Miniaturen gehört. Teil 2 später wollte aber hier nochmal Hallo sagen. Ja, schön. Danke, danke, danke. Ja, Nacht der Krähen, also... Ich muss mich entschuldigen, wenn der zweite Teil von Nacht der Krähen etwas übereilt wirkt, aber wir hatten an dem Tag leider nicht so viel Zeit. Man hätte ein bisschen mehr Zeit da reinstecken können. Garus, Exekutor. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Aber Garus, nein! Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Mit wem haben Sie da geredet? Das war Executor Palin, Chef der Zitadell-Sicherheit, mein Boss. Er wird meine Ergebnisse zu Saren dem Rat präsentieren. Oh, ich fange an zu schwitzen vor Begeisterung. Ja, auf Dune fängt man aber auch nicht nur aus Begeisterung an zu schwitzen. Aufgrund der Streiks und dieser ganzen Problematiken drüben mit der Filmpräsentation und dem Freigeben hat man Dune auf das nächste Jahr geschoben, was mich auch sehr geärgert hat. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Abend, Shadow Arts. Ja, Dune 2 ist fertig. Er könnte veröffentlicht werden. Sie tun es aber nicht. Andere Frage, Science Fiction gerade.
an den Chat. Ich warte jetzt, also eigentlich habe ich auf Dune gewartet dieses Jahr, aber ich habe hier jetzt bei Netflix gesehen, dass Rebel Moon kommt, was ja auf einer auf einem Shot oder wie man das nennt oder so ein auf der Idee eines Star Wars Filmskripts basiert. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Habt ihr das schon gesehen? So trailermäßig, Rebel Moon? Das ist auch so eine Sache, da freue ich mich mega drauf. Oh. Einige Spezies habe ich total vergessen, dass es die gibt. So. Ja, da. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Entschuldigung, man hätte ja uns direkt mitnehmen können. Ihr blöden Idioten. Die Gate-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Arschloch. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein. Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Ganz kurz, ich muss mal eben auf den Chat reagieren, bevor ich hier weitermache. Aber weil die Schauspieler alle streiken und deswegen Pressearbeit machen dürfen, ist das Studio gesagt, nee, ohne Werbung, das läuft doch nicht. Facepalm. Rebel Moon soll eigentlich ein Star Wars Film werden, aber ja, bin sehr gespannt. Heißt, hast du The Creator gesehen? Rebel Moon, ein Star Wars Film? Also, es gab mal, Rebel Moon basiert auf einem Pitch, so war der Begriff. Also ein Pitch ist so gesehen ein Vorschlag für ein Drehbuch, das könnte ein neuer Star Wars Film sein. Und dieser Star Wars Film wäre so ab 18 gewesen, also wirklich ein erwachsener Star Wars Film gewesen, weil es geht wirklich um Krieg, es geht um richtig miese Kriegsverbrechen und allem drum und dran, es hat so ein bisschen was von Glorious Seven noch so mit drinne und dementsprechend hat das Lucasfilm damals abgelehnt und hat dann gesagt, nee, das ist uns irgendwie ein bisschen zu heftig und jetzt macht hier Snyder, hat jetzt Rebel Moon in einem Zweiteiler in so einem 2,5-Stunden-Film, also 5-Stunden-Film genau gemacht und in den zwei Teile geschnitten und hat damit zwei Teile gemacht, die dieses Jahr rauskommen. Teil 1 und Teil 2 um Weihnachten herum bei Netflix. Kommt auch im Kino und ich bin noch nicht sicher, ob ich mir das sogar vielleicht im Kino anschauen werde, weil es sah wirklich, wirklich gut aus. Ist halt mal was anderes. Vor allem Snyder konnte so ein bisschen das Universum für sich neu definieren. Das heißt, er musste sich nicht an Star Wars orientieren. Hat aber so ein paar Nuancen von Star Wars genommen und dann sein eigenes Universum geschaffen. Finde ich nebenbei geiler Ansatz für jemanden, der sowieso sehr kreativ ist.
The Creator, ja, habe ich gesehen in der ersten Woche, als der Film rauskam. Großartiger Film. Und ich finde es einfach wieder wunderbar zu sehen, dass ein Film, der nur 80 Millionen Dollar gekostet hat, so unglaublich bildgewaltig sein kann, indem man einfach die Landschaften filmt und dann im Anschluss sie bearbeitet und Hintergründe einbaut. Total genial. Finde ich super gut gemacht. Und ist auch mal wieder, und vor allem, das fand ich ganz cool an der ganzen Sache, es ist ein 80 Millionen Dollar Film und er sieht einfach unglaublich gut aus, während man sich Filme anguckt, wie, ich sag jetzt mal, irgendwelche neuen Disney-Auflagen, tut mir leid, also die sind wirklich aktuell nicht gut, meiner Meinung nach, die irgendwie 250 oder 300 Millionen fressen und einfach scheiße aussehen. Also rein so vom Äußeren her scheiße aussehen. Sorry, wenn ich jemandem auf den Schlips trete damit, aber das ist meine Meinung, die sehen wirklich scheiße aus, stellenweise. Ja, oh, ich merke gerade, ich bin nicht, die deutsche Synchro ist neu. Ja, das ist die Legendary Edition, die wurde überarbeitet. Ja, ist cool. The Creator muss ich auch noch schauen. Gerade eine Horror Night gemacht mit einem beiden Collection-Filmen gemacht. Ja, cool. Ja, Halloween, ne? Passt. Ich muss zwar morgen arbeiten, ich bin aber noch ein bisschen auf jeden Fall online und deswegen dachte ich mir heute Abend, ich habe noch einen Kumpel besucht, Nuxel. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch im Chat ist, als Moderator, gerade unterwegs, irgendwie am Fliegen. Ansonsten muss ich später, ich muss morgen arbeiten. Ihr habt alle frei, ihr Glücklichen. Aber nicht alle Sprecher bzw. Charaktere sind davon betroffen, wie mir scheint. Ja, einige wurden überarbeitet, neu gemacht und einige wurden nicht überarbeitet. Ja. Snyder ist ein cooler, so coole Socke. Ja. Ja, also Snyder ist auch erst, er hat ja auch erst mit DC Justice League, erst sein Cut war gut. Ich habe beide Filme gesehen und dachte erst so, im ersten Film dachte ich, boah, was für ein Müll gucke ich mir da an. Aber ich bin ja so einer, ich stehe dann im Kino nicht auf, sondern ich mache ja dann den Holzweg zu Ende. Und dann sehe ich den Snyder Cut und denke so, das ist geil, das ist richtig geil. So, aber jetzt weiter hier. Ignorant. Nein. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspectus auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Ja. Ein Schlag für die Menschheit in die Gesicht. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun ja. Zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Ciao, unsere Kolonien sind gefährdet. Viel Spaß mit Cyberpunk. Und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Phantom Liberty, nebenbei Top Addon. Wieder für 30 Euro etwas abgeliefert, was sich wirklich einfach nur lohnt. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus? Dem Ermittler von Zitadellsicherheit. Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum.
Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig, ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Sexy. Wie heißt er noch? Edie? Mit dem habe ich einen Shepard eine Beziehung angefangen lassen. Ah, okay. Sande Vistan, Mantis Blades, ein Träumchen. Meine Frau hat es als Netrunner gespielt. Netrunner sind aber auch echt. Also grundsätzlich jeder Bild ist irgendwie cool. Aber auch schon beim Pen and Paper sind Netrunner unglaublich wichtig. Das schmeckt eine Gruppe gerade, die hatten keinen Netrunner dabei und denen ist der Nomade abgekratzt. Und jetzt hat die Spielerin gesagt, wisst ihr was, ich spiele Netrunner. Ich spiele bei Shadowrun auch immer Decker. Dann spiele ich halt hier Netrunner auch. Ist mir scheißegal. Finde ich gut. Alenko, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Auf Wiedersehen. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt Viel gehen. Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Ich stelle Ihnen schon Fragen doppelt. Gut. Squad, erst einmal, ich bin Stufe 2 und bin auch schon bald Stufe 3. Hab schon 6 Mal. Abtrünnig. Sturmangstraining erhöht Nahkampfschaden, erhöhter Waffenschaden, verleiht die Fähigkeit Adrenalinschub. Ja, auf Nahkampf will ich ja gar nicht so viel gehen, ich will mich auf Fernkampf konzentrieren. Und Schadenspotenzial aller Pistolen verleiht die Fähigkeit Schütze. Mm-hmm.
Schildbruch. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Sehr schön. Kaido Alenko. Du bist Spezialist für Erste Hilfe und Wächter. Wo Dechiffrierung könnte ich da auch noch gebrauchen. Also ich Soldat, ja. Und nochmal ein Punkt in Soldat. Brauchen einen anderen Helm. Oh, was passiert da? Ich muss weg. Ja, eine gute Nacht wünsche ich dir, Novilas. Ich bleib noch ein bisschen. Die Orte ist schlecht. Ja, schön. Ah ja, Dune. Dann bin ich noch gut mit dabei. So, abtrünnig bin ich noch nicht. Aber jetzt kann ich erstmal auf der Map gucken, wo ich hin muss. Jetzt mal noch komplett wieder durch das Gebäude durch, um hier rauszukommen. Rapid Transit. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Journey. So, Shadow Broker, Garrus, Saren Schuld beweisen. Sie müssen vor dem Rat beweisen, dass Saren ein Despector-Agent außer Kontrolle und abtrünnig ist. Ein tyrannischer C-Sicherheitsoffizier könnte Ihnen bei der Suche nach Saren helfen. Das will ich ja. Keine Aufträge. Shadow Broker. Barlow Vaughn ist ein Agent des Shadow Broker. Er könnte mehr Informationen über den über Saren für Sie haben. Okay. Ah, gehen wir erstmal aus der Zitadelle. Gehen wir das ist so. Lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt. Ah, okay. Ach ja. Ich finde das Prinzip hier ganz interessant, dass nicht die Menschen so gesehen die Föderation oder so einen großen Sternrat gebildet haben. Bei Star Trek war das ja mit unter anderem durch die Gründung mit den Menschen. Bei Valerian war das ja irgendwie so durch die Menschen. Ich finde es interessanter, wenn einfach mal die Menschen sich einer bestehenden Gruppierung anschließen müssen. Ja. So, fahren wir dreimal wieder in Dreiecksformation runter. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Ja, so läuft es in der Politik, aber das liegt auch in erster Linie daran, dass beispielsweise die Menschen überhaupt nicht dem Rat angeschlossen sind und dementsprechend überhaupt keine Stimmengewalt haben. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Willkommen. Schauen Sie sich dieses Ding da drüben an. Also, Ashley Williams, die fliegt als erstes raus. Also, ich bin nämlich nicht xenophob. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist mein Adina. Team werden als erstes mal alle möglichen Aliens aufgenommen. Ich bin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadellraumstation. Sind sie real? Nein, natürlich nicht. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadellraumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI Terminus kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 2 am Fuße des Zitadellturms, eines der bemerkenswertesten und wichtigsten Gebäude des Präsidiums.
Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Citadel, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Citadel beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Citadel. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Ja, rein mit Garros. Also mit Garros, das wird mir ganz anders in meinem Raum am Zug. Denn der darf dann gerne mal entlüftet werden. Von ihm. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadelle als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadelle. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alleine vier Arme. Mein Gott, der Typ, das Ding, dieser Keeper ist doch voll nützlich. Ich sag jetzt selber schon Ding. Oh, ey, die muss ganz schnell aus meinem Team raus. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Citadel-Sicherheitsofficer? Was ist hier los? Der Citadel-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Lassen Sie mich mit dem Citadel-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich Ihnen die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Bitte unterrichten Sie sie über Ihre Fortschritte. Ja, ich dachte auch gerade, was ist das? Ein Fötus auf Stelzen. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicherer. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine Evangelikaner-Erlaubnis kaufen würde?
Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. 150 Credits können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hanar, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Na toll, jetzt unterstütze ich Fanatiker. Diese Person wird dem Citadel-Sicherheitsofficer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. So, jetzt muss ich trotzdem noch mal gucken, wo ich hin muss. Wichtiger Ort, okay. Jesus. Jesus, voll die Bürokratie. Sind wohl doch Menschen. Oder gibt es noch schlimmere Bürokraten als Menschen? Oh mein Gott. Haben Sie schon mal den Film Per Anhalter durch die Galaxis gesehen? Ich glaube, es gibt schlimmere Bürokraten, die mir gerade einfallen. Nicht der Name, aber ich sehe sie vor mir. Ein Volk von Dichtern, bei denen die Leute sterben, wenn sie ein Gedicht hören. Aufgrund des Ausbaus unserer intergalaktischen Autobahn müssen wir nun ihren Planeten sprengen. Einen schönen Tag noch. Boom! Ja, zum Finanzbezirk. Also, ich erinnere mich, das ist echt Ewigkeiten her. Ich merke das immer wieder. Ja, Jacqueline Hagar, genau. Ein Mann braucht einen Namen. Ein Mann kann dies tun. Oh nein, da steht er ja schon wieder. Der Flamingo Blubberer. Ja, will ich ihn fragen? Nein, will ich nicht. Ich will in das Nebengebäude, bevor er mir noch irgendwas von seinen Entflammten erzählt. Ah, Barlavon. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Es erinnert mich an einen Charakter bei Hexen, den ich gespielt habe, 1733. Ein Mechaniker, der sich mit den Geisterlich beschäftigt hat, der hatte so eine Kupfermaske, weil sein halbes Gesicht weggebrannt war und hatte so den Mund offen. Der hat einfach mal so geredet. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, weil er immer wieder den Speichel in den Mund hochziehen musste. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Was? Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Oh mein Gott! Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten.
Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Geschäftsmann? Ja klar, die Toilette ist da drüben. Der Typ braucht keine Toilette. Der hat eine sehr primitive Variante eines Destillanzugs. Das bereitet alles wieder auf. Das war ja nicht gerade berauschend viel. Ich habe Ihnen gerade offenbart, dass der berühmteste Spectre der ganzen Galaxie den Shadow Broker verraten hat. Eine wertvolle Auskunft, nicht nur gemessen am Preis. Mhm. Sie sollten mit dem Kroganer sprechen, wenn Sie mehr erfahren möchten. Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch, bevor er die Akademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Ja, aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Es gibt so nette Aliens. Und dann habe ich natürlich ein xenophobes Arschloch in meiner Runde. Nee, jetzt muss ich nochmal verlassen. Jetzt muss ich mal kurz ins Journey gucken. Wo ist denn der Kroganer jetzt? Der ist ja bei den Dingsens. Vrax. Ein kroganischer Kopfgegner namens Urdont Vrax könnte Ihnen bei der Suche nach Saren helfen. Hilft mir natürlich jetzt null weiter. Hauptquartier C-Sicherheit. Ja, beim Sicherheitsdienst Botschaft Lounge, dann wäre das Hauptquartier Sicherheit. Dann wäre das auf der anderen Seite der. Müsste ich hier rum und dann rechts. Versuchen wir es mal. Vielleicht stecke ich die Waffe gleich auch erstmal wieder weg. Achtung, im Auftrag der Ehre. Für die Menschheit! Bam, 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 bam! Stirb, Xenos! Für den Imperator! Entschuldigung, das kam so mit mir durch. Zur Seesicherheitsakademie. Ah, Mass Effect als Pen and Paper, das kann ich mir auch einfach gut vorstellen. Ich muss mir das nochmal angucken. Es wurde vorhin im Chat darüber geredet, dass es für Savage Worlds einen Ableger dafür gibt. Ah ja. Muss ich mir vielleicht doch mal Savage Worlds angucken, etwas genauer. Ah ja. Exekutor Palen. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Ja, stimmt. Da wären das Wollmilchsau, das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen.
Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen sie darum. Aber erwarten sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, schick mir das doch gerne mal, wenn du die Zeit hast. Das würde mich sehr freuen. Dann kann ich mir das nochmal anschauen. Ich habe von Savage Worlds auf jeden Fall eine PDF vom Regelwerk hier. Bei mir zu Hause, auf meinem Rechner. Müsste ich auch nochmal wieder reingucken. Ich bin ja immer so gesehen auf der Suche nach Universalregelwerken. Oha, das hat aber jetzt gerade gelackt. Gut, es ist nicht auf dieser Ebene. Emporium Händler. Ja, genau, man kann auf jeden Fall mal reinschauen. Bezirkszugang. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob das überhaupt eine andere Karte ist. Die sind im Präsidiumsplaza an. Das ist... einfach die verdammt selbe Bezirksregion. Zum Zitadellturm. Zitadell-Rampe-Transit. Zum Bezirkszugang. Gut, dann gehen wir halt in die Bezirke. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Oh, das tut mir natürlich leid, dass da dein Vater dir richtig durch die Rechnung gemacht hat. Und ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm gewesen. Und du findest relativ zügig einen neuen Ersatztermin, dass du mit denen spielen kannst. Stimmt, das hatte ich gelesen. Der Stormtrooper, kommt zum imperialen Armee, haben sie gesagt. imperiale Soldaten gegen Bugs oder so, ne? Vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. So, was ich ja jetzt machen werde, ist, ich werde speichern. Speichern beendet. Gut. Er ist genau. Ein gefährlicher Termin, Mann. Ja, und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. So, an dieser Stelle werde ich mich jetzt aus dem Stream verabschieden. Es ist gleich 0 Uhr. Ich muss morgen wieder arbeiten. Und ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche an dieser Stelle. Vielleicht schaffe ich es die Tage nochmal ein bisschen weiter zu streamen. Und ich denke, ich würde erstmal eine Weile bei Mass Effect bleiben. Macht mir recht gut Laune. Und ja, bis ich denke zum nächsten Mal. Und dir wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.